Hey Leute, Kurotoki wieder am Start. Ihr habt sicher gemerkt, dass jetzt in letzter Zeit keine Streams kamen, keine YouTube-Videos und so weiter kamen. Und das Ganze lag natürlich jetzt nicht daran, dass ich Legends gequittet habe oder so. Das ist eh nicht passiert. Sondern ich war einfach im Urlaub und ja, bin jetzt wieder da. Und wir haben jetzt gerade ein Video und Stuff gehabt. Und deshalb geht es bei dem YouTube-Video einfach nur darum, dass ich eine Zusammenfassung von diesem Video und Stuff machen werde. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es wird leider ein sehr kurzes Video. Das Video ging zwar 19 Minuten lang, aber die meiste Zeit haben einfach Toshi und der Rio, glaube ich, heißt der, einfach nur ein bisschen PvP gespielt. Es war halt schon leider sehr langweilig. Und deshalb, ja, ist dieses Video und Stuff zwar 19 Minuten, das stimmt, aber der Inhalt für uns natürlich jetzt ist sehr kurz geworden. Als erstes fangen wir damit an, dass wir jetzt einen neuen Battle Gauntlet bekommen werden. Da kämpfen wir gegen Goku. Die Battle Bonus Charaktere wurden uns jetzt noch nicht gezeigt. Aber ich sag's mal so, der neueste LF wird natürlich eh den besten Boost haben und so weiter. Und ja, es gibt ja eigentlich auch jetzt nicht sehr viel dazu zu sagen. So einen Battle Gauntlet hat eh sicher schon jeder von euch mal gespielt. Es ist halt brutal langweilig, aber ja, wieder 700 CC nehmen wir auf jeden Fall an. Als nächstes haben wir ein Event, was sich die meisten sicher nicht hätten denken können. Und zwar geht es um die Cybermans. Wir werden jetzt bei diesem Event hier alle 6 Cybermans farmen können, alle natürlich komplett free to play und man kann auch auf jeden Fall sehen, dass jeder einzelne Cyberman sein eigenes Abenteuer haben wird. Bedeutet jetzt, dass dieses Event hier in Kombination mit unseren Sammelabenteuern sein wird, also so wird man eben diese Cybermans farmen. Die werden jetzt natürlich nicht nur von den Abenteuern gefarmt werden können, sondern auch von ihrem Event. Aber ich denke mal, das meiste wird von den Abenteuern dann gehen. Und zum Schluss kommen wir zu unserem LF und ja, ich denke mal, das hat keiner von uns erwartet. Sehr viele Leute haben gedacht, es wird ein Bardock kommen, manche dachten, ein Freezer wird kommen und manche haben sogar gedacht, es wird ein LF Cell kommen und ja, wir haben auf einmal einen freien Legends Limited Vegeta bekommen. Falls ihr euch jetzt fragt, welcher Vegeta das genau ist, ganz einfach, das ist der Vegeta aus der Saiyajin Saga, wo er als Affe, sag ich jetzt mal, gegen Goku gekämpft hat und ja, der hat halt eben sein LF bekommen. Keine Ahnung wieso, aber egal. Ich weiß jetzt natürlich, dass einige von euch jetzt direkt sagen würden, ah, easy skip und so weiter. Und ich stimme euch da auch eigentlich sogar zu. Nur das Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, ist, wir sollten auf jeden Fall abwarten, wie sein Kit so ist und was er genau bufft. Ob er Saiyajins buffen wird, Saiyajin Saga buffen wird, Mächtiger Feind buffen wird oder sogar Freezer Force buffen wird. Weil sein Kit hört sich eigentlich eh ziemlich interessant an, aber ich will erst einmal die Zahlen sehen, wie hoch sind diese Damage Buffs, wie stark heilt er sich und so weiter und erst dann kann ich was dazu sagen. Und ja Leute, das wäre es dann mit dem Video und Stuff gewesen. Wie gesagt, vom Inhalt her, sehr wenig haben sie uns hier gegeben, aber ja, das war's dann auch schon. Deshalb Leute, wäre es von meiner Seite aus gewesen, hoffe auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao!